Seid zärtlichst umgrüßet. Willkommen im ultimativen Horror. Wir begeben uns ins Ghost Hall Building. Das ist einer der schwierigsten Parts in Shenmue 2. Ein sehr schwieriger Part, den man nur mit sehr viel nervlicher Stabilität aushielte. Aber mit euch, Daniel, Steph und Co., gelänge das, denn das sind diese wirklich unsagbar unerträglichen Quicktime-Events, die sehr viel Geduld erfordern, aber wenn wir mit dem richtigen Spirit und der amorösen Leichtigkeit und der Bereitschaft zum Leid an die Geschichte herantreten, dann werdet ihr sehen, wir werden den Gipfel des Gebäudes inklusive, Mickey, du freust dich, Yandazu, erreichen. Für immer, weil nur dieser eine Moment zählt. Also, da ist dieses zerfallene, betagte, unsagbar alte Gebäude und auf uns wartet Yandazu, oben bei den Vasen. Und wir müssen mit vielen Quicktime-Events und vielen Brettern, die es zu überqueren gilt, dorthin gelangen. Dann wird uns unser Freund Ren begrüßen mit dem Elevator-Schlüssel und uns auf einmal mitzuteilen gedenken, dass er es ohne diese Brettertortur geschafft hat. Also ich spreche jetzt sehr kompliziert, aber ihr werdet gleich sehen, worum es geht. Und wir sind sozusagen die Deppen, die sich wirklich manuell mit viel Mühe dorthin hochbegeben haben. Aber lasst erstmal Shenhua auf euch wirken. Denn das letzte Shenmue 2 Video, es läge schon eine ganze Weile zurück. Seitdem ist viel passiert. Ich habe mich ein bisschen auf James Bond spezialisiert auf diesem Kanal. Des Jubiläums wegen. From a distant land in the east. He shall appear. From across the sea. He shall appear. He does not know of the strength hidden within him. The strength that would destroy him. The strength that would fulfill his wishes. When he is ready, he shall seek me out. And we shall brave together the rocky path. The rocky path. I shall wait. This encounter has been my destiny since ancient times. Ein wundersames a Epos. Shall emerge from the earth, and dark clouds shall obscure the heavens. Ich begrüße euch mit Inbrunst. Es sind alles in allem nur 8 Bretter, die wir jetzt überqueren müssen, aber das 7. und das 8., da habe ich mir sogar die Codes aufgeschrieben. Wenn wir einmal runterfallen, müssen wir unten im 1. Stock wieder beginnen und es beginne neu. Ich sag euch was, ich werde ein wenig zu cheaten gedenken, denn ich werde nach jedem Brett, das wir überqueren, kurz, was ja in der Xbox-Version möglich ist, abspeichern. Das ist jetzt natürlich nicht so einladend für diejenigen, die hier hohe spielerische Qualität sehen wollen. Aber ich bin ja mehr so der Casual Gamer. Ich habe jetzt da nicht so die ausgeprägte Ahnung von. Bin mehr so selber der Schreibende und am Gamepad aber kein Master. Deswegen seht's mir nach. Und Daniel, Grüße an Sherry L. an Sean und an Dean. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel diesen Movie-Part anklicken würdet, hier könntet ihr auch noch einen Einblick in Shenmue 1 bekommen. Es geht eine ganze Weile, nicht ganz so lang wie die Bonus-DVD Shenmue 1 The Movie, aber man bekommt wundersame Einblicke mit Lan Di und den Hintergründen und bezüglich des Todes des Vaters. Aber okay, wir wollen jetzt keine Zeit verlieren. Ab ins Ghost Hall Building. Ich versuche ein bisschen Zeit tot zu reden, weil, ja, mich umschlänge Angst und Bange. Das Schicksal hat mich fest in der Zange. Denn was jetzt kommt, diese Quicktime-Events, die sind so anstrengend. Ja, also wir sind nicht in Hongkong im normalen Sinne, sondern in Kowloon. Das wäre auf der Dreamcast die 3. Disc. Bienvenue. Welcome, welcome. Seid begrüßet von mir und gegrüßt im Kelch der Erinnerung, denn so reiset mit mir gemeinschaftlich in das Jahr 2001. Na schön. Now loading. Der Ladebildschirm, aber jetzt müsste das Bild erscheinen und es ist wirklich düster hier.
Achter Floor, also Stock, Ghost Hall Building. 11. März 1987, das Lieblingsjahr von Thomas. So, und hier ist schon das nächste Brett, das... Oh Gott, jetzt muss ich mich konzentrieren, sonst müssen wir im ersten Stock wieder starten. Concentrate, only on your mind. There's no other way. Denk an Li Shao Tao, the master. Gott, oh Gott, bitte. Oops. Links, oh. Ah. Oh Gott, ey. Whoa. Rechts, oh. Oh. Runter, ah. Weiter geht der Horror. Auf der Dreamcast konnte man ja... Gott, konnte man ja nicht zwischenspeichern. Nee, schon wieder, ey. Auf der Dreamcast konnte man ja nie zwischenspeichern. Da war das der absolute Horror. Oh, quelle Horreur. Hier kann man zum Glück cheaten. Hier, ich gehe jetzt ins Pausenmenü, gehe auf das Zeichen der Xbox. 1015 Hongkong-Dollar, wie ihr sehen könnt, zusammengespart. 8. Okay, willkommen im Hafen der Sicherheit, denn in diesem Ozean grauenhafter Ereignisse geht's jetzt schon zum nächsten Brett. Oh, bitte, bitte, fall nicht runter. Ich muss dann im ersten Stock neu starten. Fall nicht runter, Ryo Hazuki, bitte. Gehorche meiner Stimme. I think I can get across. If I'm careful enough. Ja, jetzt müssen wir verdammt vorsichtig sein. Das sieht gar nicht so schwer aus, aber... Rechts, oh Gott. Oh, schon wieder, ey. Komm, hopp. Ja. Trab weiter, spring, Junge. Oh Gott, ey. Komm, hoch, weiter, weiter, weiter. Alter. Jetzt spring weiter, Junge. Ja. So wird's gemacht, Freunde der Nacht. So, jetzt kommen wir hier weiter hoch. Und vor dem nächsten Brett wird auf ein neues abgespeichert. Alter, ist das ein düsteres Kapitel. Moment, hier weiter, oder? Hier. Genau. Dorten. Durch die Gänge des Grauens. Ach so, hier ist ein Dead End, wenn man so will. Diese komische Musik dazu. Ach ja, genau, ja, weiter hoch. Ist doch klar, Freunde der Nacht. Ist doch klar. So gelänge das. Dreh dich um, Ryo. Genau. Und trab in den 10th Floor. Hier kommt aber das Allerübelste. Also hier wird's richtig ungemütlich. Nein. So. Schnell speichern, bevor er am Brett angelangt ist, sonst gibt's kein Pardon für Schutzengel, sozusagen. Okay, egal, das ist ein Insider für unseren Freund Volker. So, jetzt. Alle hopp, travaillé. Ryo, beginnen Sie sofort mit der Arbeit und hüpfen Sie über das Brett der Sehnsucht. Ja, I better not fall. Da hat er nicht ganz Unrecht, unser Knabe. Oh, Horror, Horror. Ah, dieser Piepston macht mich wahnsinnig. Ja, hoch, 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 Junge. Ah, nein. Ey, das gibt's nicht. Wir wollen doch den Jan da so mit seinen Vasen erreichen. Da kommt dann ein riesiger Raum mit Vasen. Jetzt müssen wir komplett unten im First Floor anfangen. Das ist doch... Ich glaube, mich tritt das gewaltigste Pferd, das jemals das Licht der Welt erblickt hat. Jetzt geht dieser... Ey, das ist im ersten Stock. Wir waren im 10. Stock, Freunde. Wir haben schon im was weiß ich, 8. oder so angefangen. Ich könnte jetzt natürlich so klug und frech sein und so... It'll be a mess if I fall from there. Ja, es ist... Ich könnte jetzt natürlich so frech sein und das Gerät neu starten, um wieder in den Modus zurückzugelangen, dass ich oben starte. Wisst ihr was, Freunde? Das machen wir.
Options. Kann man hier irgendwas laden? Nee. Bei der neueren Version ist es ja leichter. Da kann man ins Hauptmenü zurückkehren. Bei der PS4-Auswertung. Aber hier kann man hier... Nee, laden kann man auch nicht. Also ich muss tatsächlich das Gerät komplett ausmachen und wieder starten. Weil nee, First Floor, das machen wir nicht. Alles hat Grenzen. So, oh, dann lege ich euch mal hier hin. Und lade den X-Bond neu. So, aber jetzt lasst euch überraschen, wie das Schicksal so spielt. Ihr könnt ja eine Wette abschließen. Gelingt es meinem völligen Unvermögen in diesem Spiele, nunmehr reüssierende Erfolge zu erlangen? Stell dir vor, auf der anderen Seite des Brettes stünde jetzt, nehmen wir mal die Frauen aus dem Spiel hier, stünde jetzt Joy, Shenhua oder Teil 1 Nozomi, stünde eine Frau auf der anderen, ich sage immer Frau statt Frau, weil das ist ein Insider, aber stünde jetzt eine Frau auf der anderen Ecke. So. Und sie trägt einen Pullover, so wie die Felicity in Felicity, wie die Carrie Russell. Oder wie die Pia aus Mensch Pia. Und sie trüge diesen sanften Pullover und sagt zu dir, mein Schatz, komm von der einen Seite des Brettes auf die andere stolziert, auf dich wartet. Sehnsüchtige Liebe von mir. Werden wir es jetzt schaffen, von der einen Seite des Brettes zur anderen zu gelangen? Wir laden jetzt das Schicksal und gucken, ob wir da hinkommen. Es muss doch irgendwie möglich sein, Yandazu und sein Vasenparadies zu erreichen. Oder was beißt mich da? Freunde der Nacht, schreibt es in die Kommentare. Traut in die K-Kommentare. Traut ihr mir das zu, dass ich jetzt die andere Seite der Räumlichkeit erreiche? Es ist absoluter Psychoterror, dieses Spiel. Daniel, zeig's deinen Kids, sag ihnen, so anstrengend mussten die Kinder noch vor über 20 Jahren spielen. Das ist nicht so wie heute mit Tutorial und so, sondern das war noch richtig, boah, die waren schwer, die Spiele damals. Also da muss man schon einen Hang zum Masochismus haben, um sowas durchzuspielen, aber Ryo Hazuki, I better not fall. Ja, wird's jetzt probieren. Achso, ich habe mir ja aufgeschrieben. Stimmt, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, runter. Man kann ja gar nicht auf Pause. Nein, ich habe es mir noch extra aufgeschrieben. Ich hab auf meinen Zettel geguckt. Runter, rechts, hoch, links, rechts. Brett 7. Runter, rechts, hoch, links, rechts. Runter, rechts, hoch, links, rechts. Nee, ich gehe nicht in den First Floor, verdammt nochmal. So, ey, es tut mir leid, dass ihr jetzt diese Fehlschläge hier mitbekommt. Aber, wartet mal. So, ich hab's mir doch extra aufgeschrieben. Ich hatte nur den Zettel nicht parat. Aber man kann das auch im ersten Anlauf schaffen. Das ist mehr so eine Glückssache. Das ist jetzt auch Nervosität aufgrund der riesigen Schar von YouTube-Followern, die sich das jetzt anguckt. Deswegen, seht's mir nach, Freunde. Also, Brett 7. Runter, rechts, hoch, links, rechts. Runter, rechts, hoch, links, rechts. Runter, rechts, hoch, links, rechts. Prägst dir ein, Junge. Als ginge es um Leben und Tod. So. Mein Gott. Das ist aber wirklich doof, dass man nicht ins Hauptmenü wechseln kann, um es dann neu zu laden. Bei der alten Version hier. Dass man dann das ganze Gerät an- und ausmachen muss. Runter, rechts, hoch, links, rechts. Runter, rechts, hoch, links, rechts. So. Runter, rechts, hoch, links, rechts. Ich bin nervös. Wegen dem Spiel. Runter, rechts, hoch, links, rechts. Now loading. Runter, rechts, hoch, links, rechts. Now loading. Runter, rechts, hoch, links, rechts. Komm. Runter, rechts, hoch.
better not fall. Das ist es jetzt. Runter, rechts. Hoch, links, rechts. Hoch, links, rechts. Aha. Ich bin mein eigener Ansager. Ja. Aha. Das nächste Brett ist vollführt. Freunde der Nacht, ein Häkchen dran. Ich bin der Mann. So. In reimender Inbrunst nähern wir uns der Zielörtlichkeit mit den Vasen. Oh, diese Vasen, die deine Andacht fordern. So, und das nächste ist, das ist jetzt ganz übel. Rechts, links, rechts, rechts, runter, hoch. Das ist das Übelste von allen. Dieses Brett ist absoluter Psychoterror, ich sag's euch. Okay. Rechts, links, rechts, rechts. There's a room. Ja. Yung Da-Zu must be there. Da wird es auch noch Unstimmigkeiten geben. Dem auch. Rechts, links, rechts. Rechts, rechts. Rechts, runter, hoch. Runter, hoch, runter, hoch. Und noch hoch, und noch hoch. Spring, Junge. Ja, spring, Junge, spring. Ja. Oh yeah. Beautiful. Wie in dem Song. Oh yeah. Dum, 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 dum. Wunderbar. Okay, also. We will be safe here. Und jetzt kommt der große Aufreger, weil jetzt begegnet uns unser Freund Ren, oder Freund in Anführungsstrichen, ist ein bisschen griesgrämig, aber ist okay. Tolerabler Junge trotzdem. Und der hat einfach mal die gesamten Bretter übersprungen, ist einfach so da hochgekommen, dieser Frechdachs. Guckt euch das jetzt an. Die Konversation zwischen uns und seiner here. Wenigkeit. Finally, we're here to meet him. Ren, where did you come from? I ran down a tip from a snitch around here. Ran. And got the key for the elevator. Come on, give me the key for the elevator. I want to go into that lift. Jetzt kommt der Raum mit den Vasen und das ist wundersam. Da müssen wir Schlüssel sammeln, um die Geheimnisse unserer Ursprünge zu erforschen. 5 Stars. Und... mein Gott, so viel Aufregung eines einzigen Raumes wegen, aber dahinter ist ja noch der geheime Raum, den wir exploren dürfen. Dora the Explorer, wenn man so will. Okay. There's no one here. For the kids out there. Where did Zoo disappear to? Calm down. Shut up! I am calm. So, und hier muss man wirklich jedwede einzelne Vase erforschen. That's the stick the old man gave you. Snake, ganz viel Symbolismen und Zeichen. Und wenn du die richtigen entdeckt hast, kannst du den geheimen Raum öffnen. In der Hoffnung, dass sich Yanda so dort befände. Schrägstrich, es wird Unruhestifter geben, die uns dabei unterbrechen. Unter anderem diesen untersetzten, riesigen Glatzkopf da, der immer wieder mit uns kämpft. Ah, die Melodie der Lieblichkeit. Where's Yanda-Zu? Look for clues. Is there any clue about Yanda-Zu? Diese Melodie, ist das nicht eine schöne Erlösung als Belohnung eben für diesen Horror mit den Brettern? Ich meine, ich habe euch ja nur die Spitze des Eisberges gezeigt. Man musste erstmal da zu dem 8., 9., 10. Stock
hochkommen. Das war noch im alten Safe-Game. Aber hier kann man jetzt wirklich in Seelenruhe alles inspizieren. Du kannst ja jedweden einzelnen Gegenstand in Seelenruhe ansehen. Verschiedene Schlüssel, dieses... Ey, das hatten wir doch gerade schon. Ja, manchmal reagiert er ein bisschen komisch auf die Befehle, die man ihm gibt. Das ist nun mal auch ein äußerst altes Spiel, muss man wirklich sagen. Also für die damalige Zeit war das absolut brillant. Nee, nicht schon wieder die! Ich hab doch eben den Sichtwinkel gewechselt, Mensch. Ich geh mal ganz raus aus der Ansicht hier. Wir gucken jetzt mal so ein bisschen überall. Also ihr könnt euch das so vorstellen und imaginisieren und vergegenwärtigen, dass hier, guckt, a statue of Buddha. Eine Buddha-Statue mm-hmm. ist, die verschiedene Schlüssel eingebettet bekommen will. Looks like a keyhole. Probiert zum Beispiel diesen Schlüssel einzuführen. Entweder hier. Nein. Wrong hole. What are you doing, blockhead? Shut up, Ren. Shut up. Ja, er sagt's schon, er nimmt's mir fast vorweg. Oder ich es ihm. So, jetzt im oberen Löchleinchen hier zum Beispiel. Ja. Good. Und jetzt müssen wir noch diverse andere Schlüssel finden, aus denen wir dann auserwählen müssen, welche die drei richtigen restlichen übrigen vonnöten seienden sind. Three more to go. Also werden uns noch so 5-6 Schlüssel suchen, aber 3 sind geeignet. Hier, du kannst hier zum Beispiel gucken. Hier, dort, überall. Du kannst überall, hier zum Beispiel. So eine Vase hatten wir schon, aber anderswo. There must be some clues. I know, I'm aware of that. Also, für die Leute, die jetzt fragen, was ist das hier genau? Also das ist die Xbox-Version von vor 20 Jahren, die also nachträglich rauskam, die technisch minimal sauberer läuft als die Dreamcast-Version und die wenigstens diese Funktion gewährleistet mit dem Zwischenspeichern, weil ansonsten wäre dieses Spiel nahezu unerträglich, was den Schwierigkeitsgrad anbelangt. Das muss man einfach wissen, wenn man sich im Jahre 2022 auf ein betagtes Kunstwerk einlässt, dass man hier auf einem Schwierigkeitsgradniveau agiert, auf dem die heutigen Kids einfach ein bisschen wütend werden könnten, weil es ist wirklich sehr anstrengend, das Spiel. Aber Daniel, zögere trotzdem mitnichten, es deinen beiden asiatischen Jungs ans Herz zu legen, dieses Spiel. Denn sie werden es mir dereinst danken. Darauf gebe ich dir Brief, Liebe und Siegel. Looks like a turtle shell. Turtle shell. Oh, kein Key. Das wäre doch eine Maske für unseren Freund R. Was ist zum Beispiel hier mit diesem Ding? Yin and Yang. Ja, finde dein inneres Yin und Yang. Same as the banner in our dojo. Dann ertönt sanfter Gesang. Guck, da ist schon Beispiel. Da ist ein Schlüssel, da ist zum Beispiel einer. Machen wir in diesem Rhythmus weiter, sind wir spätestens in 3 Tagen im nächsten Raum. This is. A picture of a dragon. Picture of a same dragon. Same shape as the other sticks. Are these keys? Ja. Also wir kommen dem Schicksal schon einen gehörigen Schritt näher. Für immer. Und was ist zum Beispiel hier in dieser Schreibtischgeschichte? Guck, da ist zum Beispiel einer. Sogar sehr offensichtlich. Similar to the snake tortoise stick. I'll keep it. Den nehmen wir ebenfalls mit. Wird uns alles noch adäquat weiterzuhelfen vermögen. Nicht wahr? Was ist das hier zum Beispiel? Eine Bibel des Schicksals, ein Tagebuch des Lichts. Must be a reference he used for the Ulan Joyce Gedanken. Ja,
Tja. Hier und da. Ich guck einfach mal nach Zufallsprinzip. So mal so ein bisschen über alles, ne? Fehlanzeige. Sehr bedauerlich. Geradezu unschön. Aber wir geben nicht auf. Da hinten ist noch eine Schublade. Ey, nicht schon wieder dieselbe. Öffne noch, Mensch, Rio. Ei. Fotos können wir nicht mehr machen, weil, das muss ich euch auch mal zeigen, ich habe hier schon so viele Fotos gemacht, Snapshots. Hier, 26 Stück. 126 Stück, besser gesagt. Ganz viele Bilder vom nächtlichen Neon. Das müsst ihr euch vergegenwärtigen. Ihr werdet hier immer mit Neon-Paradiesen konfrontiert. Aus diesem Grunde zöge dieses Spiel so viel Reiz aus sich selbst. Ihr seht das jetzt alles nur in Kleinaufnahme, aber vertraut mir, Freunde der Nacht, es sind Aufnahmen himmlischster Lieblichkeit. Bilder, als seist du mit deiner Angebeteten unternehmungslustig auf einen Spaziergang gegangen. Ja. Okay. Und jetzt fahren wir fort mit der Suche. Was ist das? Did I overlook anywhere? Also ich halte das Video hier unter einer halben Stunde. Es ging mir eigentlich nur darum, mit euch ein bisschen dieses Treppensteigen da, diese komischen Bretter da gemeinsam zu durchleben. Aber den Horror haben wir jetzt zum Glück schon mal hinter uns. Jetzt gucken wir es mal hier weiter. A plague. Mein Gott, ey, wie lang sucht der denn? Aber das ist eben das Schöne. Da hat man sich richtig Zeit genommen damals. Öffne es. Ouvriere es. Kann man es nicht öffnen. Schade. Ach so, ich sehe gerade. Ey, ich sehe gerade, Speicher ist praktisch voll. Ich würde sagen, ich zoome noch mal ganz kurz an die Vase und sage, bis in Bälde, Freunde.